And what is it, huh? Is it a smuggler far off the normal space lanes? Maybe a bad smuggler with some nice contraband. Sorry, boys. I'm just a tourist with a frag nav console. Could you tell me where I am? Deep in trouble, little tourist. Prepare to be boarded. Not a chance, pal. Prepare to go to hell. Good. Are you insane? No, it's just got a load of cargo in the hold and a load of bills to pay at home. And I the same. You shouldn't kill me just for attacking you. I don't mind that you tried to kill me, but protecting myself against your type gets expensive, and I'm on a budget. Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play, oder willkommen zurück, so ein Quatsch, willkommen zu Let's Play Wing Commander Privateer. Ja, ich habe mich entschieden, das jetzt vorzuziehen. Durch den Copyright Strike ist meine ganze Planung sowieso den Bach runtergegangen und von daher kann ich jetzt auch anfangen, Privateer zu spielen, gerade da ich jetzt ja Anno beendet habe, leider in Schande mit einer Niederlage, aber so ist das halt, deswegen spielen wir jetzt Wing Commander Privateer. The Fallen ist ja auch durch, zumindest die Kira-Kampagne, und jetzt habe ich nur noch XCOM laufen und deswegen kann ich auch ruhig ein paar Mal in der Woche Privateer zeigen. Oder machen wir das Spiel halt schon in diesem Jahr, sollen wir recht sein. Wir fangen ein neues Spiel an. Ich habe mal einen Testrun gemacht, ich habe noch nicht angefangen, die Story-Mission zu spielen in diesem Testlauf. Aber ich habe mich schon weitestgehend vorbereitet. Ich werde mit Gamepad spielen, schade, dass ich keinen richtigen Joystick habe, denn mit Gamepad ist es natürlich das Problem, ich kann zwar wie bei den anderen Wing Commander-Spielen auch, ganz normal dann fliegen und schießen und alles, aber ich muss halt immer das Gamepad weglegen, wenn ich einen Nachbrenner benutzen möchte zum Beispiel. Das ist dann immer ein wenig problematisch. Vielleicht kaufe ich mir einen normalen Joystick, wenn ich ein paar Euro übrig habe. Jedenfalls fangen wir jetzt erstmal an. Und in den ersten paar Parts wird nicht allzu viel passieren. Enter Name. Kann ich auch nichts Namen eingeben? Nee, ich muss irgendwas eingeben. Wie nennen wir den denn mal? Genau. Sheldon Cooper. So. Oh, keine Leerzeichen erlaubt? Na gut. Sheldon Cooper. Callsign. Ja, komm, hier, Bremer 1701. Hat zwar nichts mit Sheldon Cooper zu tun, aber das passt da. Ernsthaft? Keine Zahlen? Wirklich? Okay. Verdammt, das ist ja unfair. Enter Name, ja. Kann ich denn jetzt Zahlen benutzen? Auch nicht. Hier kommt HB. Na, als Name ist es auch scheiße, das ist ja ein Call sein. Das ist doof. Ja. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ah, ich weiß es. Data. So. Data. Zack. So, machen wir das einfach so. Soll mir recht sein. Und ja. Das hier ist unser Schiff. Ein Taurus. Ein kleines Gammelschiff, das total für den Arsch ist, aber damit müssen wir am Anfang erstmal auskommen. Wir befinden uns auf der Troy-Basis im Achilles-System. Quatsch, umgekehrt. Im System Troy und die Achilles Mining Base. Quadrant Humboldt, flugbereit. Wir haben keine Missions, noch keine geflogen, noch keine Gegner abgeschossen. Geld haben wir 2000, das ist nicht unbedingt viel. Und in unserem Manifest, wir haben keine Fracht geladen. Speichern brauchen wir jetzt noch nicht, wir haben gerade erst angefangen, das wäre Blödsinn. Wir haben hier einen Shipdealer, eine Bar, ein Commodity Exchange, die Mercenary Guild, Merchants Guild und den Mission Computer. Darum kümmern wir uns gleich als erstes.
werden wir unser Schiff mal einigermaßen brauchbar ausstatten. Denn mit dem Schiff müssen wir eine Weile auskommen. Zunächst mal verkaufen wir die scheiß Laserkanone. Zack, weg damit. Den Missile Launch auch. Alles andere bleibt bei. Jetzt haben wir nämlich 10.300. Für den Missile Launch haben wir richtig viel Geld bekommen, weil der ja samt Raketen verkauft wird. Zuallererst einmal fangen wir an und kaufen einen Torpedo Launcher. Na, Portside. Erstmal nur den einen. Wir können später noch einen weiteren kaufen. Dann kaufen wir 10 Proton-Torpedos dafür. Dann kaufen wir ein Engine Upgrade. Oh, ups, habe ich nicht genug Geld. Dann lassen wir das Engine Upgrade weg. Erstmal den Afterburner. Die Tungsten Armor. No Rumor Ship. Wieso habe ich eine Rumor? Achso. Cell. Plasteel Armor. Tschüss. Bye. Und jetzt wird die Tungsten Armor gekauft. Das ist nämlich die bessere Armor. Tungsten. Da. Thank you. So, jetzt haben wir noch 4000. Tractor Beam. Jump Drive kaufen wir noch nicht. ECM Package können wir uns nicht mehr leisten. Dann kaufen wir jetzt noch Waffen. Kriege ich für 4000 besseren Scanner. Lass gucken. Ich habe jetzt diesen hier. 20.000 kann ich den verkaufen. Wenn ich auf Buy blockiere und dann kurz gucke, was kostet der hier? Der kostet 30.000. Könnte ich machen. Nee, ich habe keine 10.000 mehr über. Wenn ich den für 20.000 verkaufe, dann habe ich nur 25.000. Reicht nicht. Ah, was kostet der BS? Der kostet 40.000. Der Tripwire. Den hätte ich ja gerne, den BS Omni, ne? Aber den kann ich mir absolut nicht leisten. Aber den können wir später im Verlauf des Spiels mal kaufen für 100.000. Ja, ein besserer Scanner wäre trotzdem ganz gut. Weil unser jetziger Scanner keine Freund-Feind-Anzeige hat. Das ist ziemlich scheiße. Egal, dann kaufen wir vom Restgeld erstmal Kanonen. Was habe ich denn noch? Ich könnte einen Meson Blaster kaufen. Oder zwei Mass Driver. Oder ich kaufe einen. Was kostet die Tachyon Gun? Ach, die kostet 20.000, ne? Dann nehmen wir einen Meson Blaster. Einen Mass Driver. Und dann ist das gut. Ich möchte auf jeden Fall zwei Kanonen haben. Mit einer Kanone ist das scheiße. Fangen wir auf diese Art und Weise an. Okay, ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir können sie noch ein bisschen umsehen. In der Bar ist nicht viel los. Hey, you ever been to New Detroit? Ever hear of a guy named Sandoval? Me and him are tight. But I tell you, lately he's been acting real weird. Hell, we've been pals a long time. But I ain't heard stat from him. No one has in weeks. Listen, if you ever dock at New Detroit, be sure to look up Sandoval for me, will you? Ja, genau, Sandoval. Das ist der erste Hinweis auf die Story, aber wir werden uns noch nicht mit den Story-Missionen aufhalten. Jetzt habe ich kein Geld mehr, um der Merchant Skills zu joinen, ne? Scheiße. Wie viel Cash habe ich noch? 150, ja gut, das reicht nicht. Gut, okay, dann müssen wir uns zunächst einmal... Also das Beitreten in die Gilden kostet 1000 bzw. 5000. Also müssen wir uns mit dem Mission Computer zufrieden geben. Gucken wir mal, was wir da heute bekommen können. Patrol Mission. 5 Nav Points in Troy, okay. Terra System, nein. 5 Missions in Troy. Okay, dann machen wir diesen hier. Und den ersten. Weil wir 2x5 Nav Points dann hier kontrollieren können und wir können quasi die Mission in einem Abwasch erledigen. Es ist schade, dass wir nicht noch eine weitere Mission kriegen. Wir dürfen bis zu 3 Missionen aufnehmen. Und, wir hätten... Achso, hier, dann kann ich euch mal in die Commodity Exchange zeigen. Man muss nicht zwingend Missionen fliegen, man kann auch mit Gegenständen handeln. Autsch. Zum Beispiel Iron, was haben die hier noch? Tungsten, Plutonium, Uranium. Das können wir alles selber quasi, einkaufen und weiterverkaufen. Das ist dann quasi wie bei X Rebirth oder generell X halt, die Spiele, die kennt ihr ja sicherlich alle, diese Handelsspiele. Das können wir hier auch machen, wir müssen nicht zwingend Mission fliegen, aber das Spiel mit Mission geht dann doch etwas flotter, weil wir halt die Möglichkeit haben, diese vorgefertigten Missionen, später auch Cargo-Missionen zu fliegen. Gerade in der Merchant Skill, die bringt teilweise ziemlich gut bezahlte Missionen. Da ich jetzt in ein Zeitlimit gebunden bin, werde ich die erste Mission nicht mehr schaffen. Dreckskram. Und von daher mache ich dann an dieser Stelle schon mal Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Wing Commander Privateer und dann geht's los und wir fliegen unsere erste Patrouillenmission. Bis dann.